Bin ich denn ganz unten? Du hast keinen Das, oh, da Modifikator eingetragen. möchte ich für die 20 den Chip bitte haben. Hast du den Chip noch schon benutzt? Wofür? Ich Ich habe gerade meinen weiß, Chip benutzt. Hier werden ständig irgendwelche Chibis benutzt. immer hat benutzt, ich glaube, Isarun hat benutzt und Rafim hat benutzt. Ja, ich habe Gut, meinen auch dann bist du deinen Chip benutzt. jetzt los und kannst durchreiten. Dann hast du auch die plus 6 geschafft. Oder? Genau, er darf dagegen jetzt mit plus 8 ausweichen, wenn er Ausweichen 1 hat. Kann er sich auch gegenstellen, ne? Mit einer Wenn er eine Mutprobe? größere Distanzklasse hat als ich, kann er mich auflaufen lassen. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Gut, dann versucht er eine Ausweichenprobe. Schafft er nicht. Die 6? Nee, schafft er nicht. Das Da sind kannst du ihn aber. überreiten. Ja, das sind nur 2W6 plus 5, also. Gerade mal 13. Dann kriegst du einen Passierschlag. Mit der Schwern ist 8 geschafft. Ja. Und weißt du was, weil ich das macht er sogar auf dein Pferd. Ja, Passierschlag auf dein kann er, Pferd. macht glaube ich keinen Unterschied, ja. 13. 13, 3 Punkte Rossharnisch, 2 Punkte, 1 Punkt natürlicher Rüstungsschutz, 1 oder 2 Punkte, warte, Tralora. Sagst uns mal, wie viel Leo unsere Pferde haben, falls wir auch mal Schaden kriegen. Ich glaube Und 60, Tralora. oder? So ein normales Pferd hat, glaube ich, 60 LE. Tralora 42. Oh, gar nicht so. Plus, ich glaube, die kriegen 1 oder 2 durch die Ausbildung, aber das lassen wir mal unter. Nee, warte, Aber. um Himmels Willen, ich bin bei einem Firmenpony. Falsche Seite, tut mir leid. Also, wir haben auch gar keine Tralopa, wir die geliehenen Pferde. Hier sind wir richtig. Tralapa hat 85. Genau, und wir haben doch irgendwie diese 85. Warunka-Pferde bekommen, diese Alleskönner-Pferde, aber nichts richtig. Was haben die ungefähr? Ich glaube 60, 50? ne? Die liegen genau in der Mitte. Warunka, lass mich blättern, lass mich blättern, lass mich blättern. Schwere Kavallerie ist Warunka. doch immer auf so schweren unterwegs, also Tralopa oder so. Doch, eine von zwei Arten ist die, Also, das wird wohl keine Wunde sein. 55 plus 1 W6. Nee, Wunde ist es kein bisschen. 55, dann sagen wir 60 Lebenspunkte. Dann kannst du dir 60 minus dann die. Ich habe 85. Ja, der Ach kein so, random du Pferd. hast einen. Okay, gut. Ja, ist klar. Das war So. dann der. Du Kommt bist vier dann Punkte runter, bleiben durchgeritten, wir du hier hast nicht. ihn überritten. Hast du da schon Schaden gemacht? Ja, 13 Punkte. 2W6 und 13 Punkte. Dann ist er mit einer Wunde. Ich werde die Selbstbeherrschung werde ich nicht würfeln, das ist Blödsinn. Ich guck mal aufs Aber Kopf von der eine Wirkung, das Wunde auf wird jeden es Fall. wohl. Ich muss gerade gucken, die haben auch noch Rüstung, ne? Ist nicht der Kopf. Passt. Der kann weitermachen. Ja, also er Hast du wird einen überritten? niedergeworfen, potenziell. Dann stehst du zumindest schon mal dahinter. Genau, jetzt darf, weil meine zweite Aktion erst kommt, technisch gesehen der Tatzenraumreiter erst agieren. Dann wird der dich jetzt auflaufen lassen und angreifen. Also reitet auf dich Lanzenritt. zu. Lanzenritt. Und ja, was würfelt man da? Das ist jetzt einfach wieder die Lanzenreitenprobe, Ja, ganz er würfelt. standardmäßig. Also er nimmt seinen Lanzenreitenwert, addiert den auf seinen. Auf seiner AT-Basis komplett drauf. Dann erschwert er sich den um. sorry. Einmal um 3, weil wir ein Lanzengang im Kriegsfall sind. Und einmal um 5, weil er ich nehme an, auf mich zielt. Zählt Und auf denkt dran, alles dich. ist erschwert um 6 wegen der Dunkelheit. Hast du das auch einberechnet mit deiner Reitenprobe oder war die gar nicht erschwert wegen der Dunkelheit? Und die Rattenprobe ist ja kein Angriff. War die erschwert, Frosty? Also ganz generell ist alles, was ihr jetzt tut, um 6 Punkte erschwert, weil es ist dunkel. Es ist die Okay. lilane Wolke schwebt über euch. Alles ist gut zu wissen, aber mit dem Chip hätte ich das so oder so geschafft. Genau, müssen wir demnächst nochmal dran. Also sowas wie Zaubern, ja, das vernachlässigen wir jetzt mal, aber. Also, er kriegt 3 Punkte Erschwernis. Dann nochmal 5, damit sind wir bei 8. Dann kriegt er nochmal 6, damit sind wir bei, lass mich lügen, 14. Dann hat aber das Jahr lang sein Pferd keinen Schaden. Der hat eine 10 gewürfelt, der kriegt 8 Erschwernis wegen Aufmerksamkeit und nochmal 6 Erschwernis wegen Dunkelheit. Wenn er keine speziellen Augen hat, der Mordbrenner. Es geht nicht um den Mordbrenner, es geht jetzt um den Tatzelwurmreiter mit seinem Lanzenangriff. So, es Das sind ist erstmal die 14, Reitenprobe. 14 Erstmal die Punkte Reitenprobe, Erschwernis. die hat er geschafft. Dann Und kriegt dann er ist es nochmal eine. 2, weil wir uns aufeinander zubewegen sind, Dann oder ist es jetzt 6? die Lanzenangriffsprobe, das ist eine 12, das wird er wohl schaffen, vermute ich. Gehe ich mal davon aus. Was hat er für einen Angriffswert? Naja, er ist ein Tatzelwurmreiter, damit ist er eine Spezialeinheit, dann kannst du ihm schon mal sowas wie eine 20 geben. Damit hat er das da mit der 12 nicht geschafft. Wie hoch ist denn die Erschwernis? Also, nochmal, sorry, ich habe mich gerade. 5 für mich. 2 für die Bewegung sind 7. 6 für Lichtverhältnisse sind 13. Die Sache ist aber auch, wenn er Talente von. Turnierreiter und Wenn so, er also die ganzen Turnierreiter Sonderfertigkeiten. ist, richtig, komm mal zu. Wenn er Turnierreiter ist, darf er sich. Ich such's gerade.
Ja, da würde ich 5 Punkte leicht immer aufschreiben. Ja, genau. Ja, warte, sind 5. Dann machst du aus der plus 7, machst du dann ganz schnell eine plus 2. 5 Punkte. So, jetzt haben wir keine mehr plus 13, sondern eine plus 8. Schafft er die? Naja, wenn er eine 20 hat und dann plus 8, dann schafft er die 12, genau. Schafft er die, gut. Punktlandung. Dann mache ich jetzt meine Probe. Was haben wir gerade gesagt? Plus 8, genau. Denn ich bin ebenfalls Turnierreiter. Und diese gelingt mir ebenfalls. Und jetzt? So. Keiner von uns hat sich an Hansa gelastet, jetzt treffen wir uns gegenseitig. Hast du eine Reitenprobe gewürfelt? Darfst du noch eine Reitenprobe würfeln? Du bist in der Initiative, du hast diese Runde schon gehandelt. Ich habe eine Aktion ausgegeben. Ja? Ja. Wie viele Lanzenangriffe kannst du denn aushalten? Ein oder zwei oder drei. Also du willst jetzt dreimal pro Kampfrunde lanzen? Nein. Pass auf, ich bin durch den Typen durchgerettet. Das war meine erste Aktion. Und jetzt bin ich im Lanzen im Gestech mit dem Tatsübungen Reiter. Das ist meine zweite Aktion. Gut, dann löse ich das einfach anders, dann kommt jetzt gleich Farina. Gut, kannst du wie viele Punkte abfangen? Ich mache jetzt erstmal die Probe mit der Kriegslanze. Sind 2W6 plus? Lass mich kurz gucken, wie weit ist er geritten? Ja, das ist egal, ich bin ja... Du bist die volle Aktion und er kann sich das dann ja... Also, richtig, ja. Entsprechend 3W6 plus 10. 3W6 plus 10 im Kriegsfall. Sind 17. Er hatte sich keine Ansage geleistet, ebenso wenig wie ich. Also kriege ich jetzt eine um 2 erleichterte Reitenprobe. Die das abgleiten lassen bestimmt. Sehen wir uns das an. Es werden also 16 Punkte abgleiten gelassen. Also musst du einen Punkt ausbaden durch deine Rüstung. Richtig. So, jetzt machen wir selbiges, denn ich darf natürlich auch angreifen. Das sind 10, sind gerade einmal 20. Wie gesagt, keine Ansage. Wenn er Schildkampf 2 hat, 2 Punkte Erleichterung auf seine Rattenprobe. Schauen wir mal nach. Das wird er wohl. Was ist in der Reiten drin? Achso, der Gewandtheit ist das zweite. Gewandtheit, ja, das kriegt er noch hin. Klar. Ja, aber die Frage ist, wie viele Sternchen übrig hat, weil das ist ja wichtig. Richtig. Nehmen wir mal für ihn eine 12 an. Dann muss er 5 Punkte ausgeben, um auf die 15 zu kommen. Oder auf die 15. Dann hat er noch 7 Punkte übrig. Dann kriegt er 13. Also 13 in das rechte Bein. Ist okay, kann er weiter reiten und benimmt die 13. Kann er nicht, denn erstmal geht es weiter. Ich muss eine Probe machen, reiten der Schwert um 1 für den einen Trefferpunkt. Ist geschafft. Er muss jetzt eine Probe machen, reiten der Schwert um 13 für den einen Trefferpunkt. Für die 13 Trefferpunkte. Darf er halbieren, wenn er Reiterkampf hat. Das schafft er. Jetzt darf er weiter reiten. Ja, warte kurz. Der Tatzelwurm wird nach deinem Pferd beißen. Kann der Tatzelwurm das? Der Tatzelwurm ist ein ausgebildeter... Normalerweise musst du ein Tier, was dich eine Aktion kostet, zu einer solchen Aktion verleiten. Die Tiere machen das nicht von alleine. Dieser schon, das sind bösartige Tatzelwürmer. Großartige Tatzelwürmer. Also der Biss ist normalerweise eine 10. Ich finde das ein bisschen lächerlich. Ich werde ihm eine 12 geben. Es ist dunkel. Dann schauen wir mal, ob er überhaupt trifft, ob er zubeißen kann. Mit der 4 ist das gelungen. Sind 2W6. Das ist auch ganz schön wenig. Sind nur 4 Schaden beim Vorbeireiten. Und dann ist der Tatzelwurmreiter an dir vorbei, reitet noch ein paar andere Mordbrenner neben dir nieder und du kannst sehen, wie Varina von Mersingern reitet. Sie. Auf, lass mich kurz messen. Ja, auf 10 Schritt ist das nicht so viel. Ja, aber du bist ja eben auch die Entfernung geritten und da kann sie ja auch losreiten. Aber sie kommt ja von der Seite. Nein, okay, dann. Sie kommt direkt von vorne und sie konnte das auch drehen. So, das ist eine Reitenprobe für sie. Das hat sie geschafft. Dann kommt jetzt die Lanzenangriffsprobe. Das ist gelungen. Und du hast leider keine Probe mehr übrig, weil deine Aktionen schon alle durch sind. Ja, ich bin am Gott. Hier steht halt nirgends, wie sich auch mit Aktionen hält, aber ich sehe ja, auch, dass ich. Ganz im Ernst, also du wirst nicht 3 Aktionen für den Lanzenangriff. Sind 7 plus, was war das, 10? Ja. Sind wieder 17. Trefferzone. Trefferzone. Muss ich gerade. Kein Problem, wir haben Heiltränke für dich extra mit Magie gebraut. Viel Liebe. 14 in den Schwertarm. Wie viel Schaden sagst du? 17. Da kommen dann ganze 5 durch. Das ist aber okay. Die Reitenprobe erschwert um 17 wird lustig. Ja, erschwert um 17 halbe, also.
Ganz gut. Hast du noch eine Reitprobe übrig? Reitenprobe ist ja ein Reflex, die musst du machen, um dich auf dem Pferd zu halten, das ist gut. Ganz egal. Ja, lass ich dir durchgehen. So, würfeln wir mal. Das sieht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Plus 6, plus 17, du fällst vom Pferd. Sehe ich auch so. Varena von Mersing reitet weiter, du liegst am Boden, Rafim. Ich habe doch schon gehandelt, oder? Rafim hatte schon, hatte ich Varena von Mersing, dann Isarun. Genau, ich bin hier noch am Zaubern. Drei Aktionen sind hier inzwischen um. Jetzt ist eine Aktion hast du noch, dein Amatrotz einmal bitte zaubern. Hast du schon? Genau, den habe ich schon gewürfelt. Ja. Sprich den Zauber. Genau, Dolore Defender. Und dann erscheint so eine ganz kurzzeitig schimmernde Hülle um Isarun herum. Ich würde jetzt, also ich habe ja freie Sicht auf den Tatzelwurmreiter, richtig? Weil der ja so ein bisschen erhöht sitzt auf seinem Viech. Ja. Dann würde ich da gerne einen Ignifaxius drauf zaubern. Enger Strahl, zweimal verkürzte Zauberdauer. Reichweite? Einen Moment, ich glaube 21 Schritt. Ich guck's aber hast noch du Fernzauberei? Ja. Ich glaube nicht. Aktuell habt ihr sowas wie 40. Also einmal Reichweite erhöhen, reicht denn das hier auf 49 Meter? Dann, das kriegt sie. Genau, die 49 würde jetzt zustehen. Einmal bitte Reichweite erhöhen, sonst ist das nicht drin. Okay, dann mach doch mal aus die Reichweite. Da. Dann würde ich aber nur einmal Zauberdauer verkürzen. Mhm. Reichweite erhöhen kostet ja, glaube ich, auch nochmal Aktion. Also oben drauf. Spurmord. Ja. Wenn man nicht die entsprechenden Sonderfähigkeiten hat. Amazoroth-Baktierer werden. Geht ganz schnell auf dem Schlachtfeld. Gut, dann kannst du mal ausrechnen, wie viele Aktionen das dauert, wenn du nur einmal verkürzt. Und wir gehen weiter zu Immer. Ja, Immer wird eine Aktion weiter nachladen und dann eine Aktion schon mal zielen auf Varena von Mersing. Mhm. Dann, ja, dann hat schon gehandelt. Wenn ich keinen vergessen habe, nächste Kampfrunde. Ich ziehe vor. Du liegst auf dem Boden. Du kriegst nochmal Sturz. Verlierst du da Initiative, wenn du vom Pferd fällst? Lass mich schauen. Normalerweise aber hast du recht. Vermutlich einfach Sturz sein. Du kriegst nochmal 2W6 plus irgendwas an SP vom Pferd fallen, genau. Und dann können wir uns nochmal ansehen, wie das mit dem Initiativverlust ist. Ja, warte kurz. 2W6 plus 4 sind das SPA. Und also. Sind das im Kriegsfall auch SPA? Ja, natürlich. Ja. Der Boden ist immer der Boden, Frosty. Okay. Wo war ich jetzt? 11. 11 SPA sind 6 echte Schaden. Er würfelt seine Initiative mit einem Abzug von 5 Punkten neu aus. Beim Sturz vom Pferd erleidet der SP4, also 2W6 plus 4 SPA, gegen die die Rüstung nicht schützen. Ich meine, ich mache die Körperbeherrschung mal pro forma. Du bist letzte Runde runtergefallen und kannst keine Körperbeherrschungsprobe machen. Doch, die war beim Runterfallen. Nein, du hast keine Probe mehr übrig. Du hast schon 3 Aktionen benutzt. Das ist keine Aktion, Frosty. Das ist für sinnvoll. Die Körperbeherrschung ist definitiv eine freie sozusagen Reflexaktion, dass er sich sozusagen nicht einfach dem Gesicht fallen lässt, sondern wirklich noch den Arm abrollt oder so, dass er nicht ganz kaputt geht. Mhm. Aber ist erschwert, nein, keine Doppel-1. Ja, können wir ignorieren. Gut. So, wo bin ich jetzt gewesen? Richtig, mach ich nicht. Dann kriegst halt 6 Schaden, aber ich weiß nicht, ob du das schon notiert hast. Und gleich. So, dann liegst du am Boden und... Deine Initiative zu Fuß ist 15 und naja gut, du bist jetzt vom Pferd gefallen, also müsstet ihr eigentlich auch vermindert sein. Du kannst nicht mit einer normalen Initiative reinstarten. Ja, die ist um 5 Punkte vermindert. Genau. Bist du so, wie ich es gerade vorgelesen habe. Du bist jetzt dran, die Mordbrenner ziehen vor, Sturmangriff. Auf jemanden, der am Boden liegt, geht das? Also es gibt keine Regelung, die dagegen spricht, dass man nicht einen Sturmangriff auf jemanden am Boden liegen kann. Ganz mal, also ist es sogar noch erleichtert gegen Personen, die liegen. Ich glaube um 5 Punkte. Gut, aber wie wollen sie ihn Sturm angreifen? Hier steht ein Tatzelwurm, da steht ein Tatzelwurm. Mein Pferd ist auch noch hier, denn das hat Reitertreue. Dann ziehe ich den Tatzelwurm nach Reiter nach vorne und dann reiten die als erstes weg. Varena von Mersing ist ja sowieso noch in der Bewegung. Ja gut, das ist dann was anderes. Na, also die reiten weiter und dann
Ich meine, die hier können sich halt auch alle umdrehen und ihn stechen. Das ist nee, die Ding, sind immer noch in Formation. Die rennen jetzt, das kann ich schon mal ansagen, die werden weiter in Formation vorrücken. Information, Geschwindigkeit wird sowas sein wie... Eine schwere Infanterie wird richtig mies sein. 6, dann sind die bei 12 Meter, die auf euch zumachen. Varena reitet weiter, der Tatzewurm reitet auf dich zu. Varena reitet hier irgendwie vorbei. Das glaube ich, dann kriegt sie gleich einen Pfeil ins Auge, aber das soll so passen. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sturmangriffe. Und noch der siebte geht noch weiter. Ich glaube nicht, dass die alle Platz haben. Ja, ich kann ja Sturmangriff machen und weiterlaufen. Sturmangriff, weiterlaufen. Sturmangriff kostet dich aber beide Aktionen. Ja, aber dann noch eine freie Aktion, Schritt zur Seite, Schritt zur Seite. Ja, das kannst du machen, aber dann sag auch, dass du die freien Aktionen aufwendest. So. Nicht, dass gleich noch heißt, der kann doch noch einen Schritt tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind das jetzt die brennenden Typen, die um ihn rum sind? 1, 2, 3, 4. Das, das sind auf alle Fälle 4 und die 18 wird wohl, wenn du liegst, mit der Erleichterung wird das... Na, nee, Sturmangriff ist ja noch eine plus 4. Denk daran, dass jeder 10 Punkte erschwert. 1, 2, 3, 4, ja, das ist schon richtig. Also 4 Sturmangriffe, die dich jetzt treffen. Mhm. Dann die Frage, ob der erste krittet. Boah, NPCs, ja gut, doch, kritten, dann schauen wir ihn mal nach und dann würfeln wir die 20 auch nochmal. Nee, nicht geschafft. Und die 20 ist bestätigt, dann können wir da nochmal gucken, was da passiert. Machst du die Panzertabelle? Der stolpert. Gut, so, dann Sturmangriff. Ich muss gerade gucken, die haben das reißende Schwert. Sind 1W6 plus 7 plus Sturmangriff. Die haben eine Geschwindigkeit von 4 gehabt. Dann kriegen sie 2 Punkte extra. 1, 2, 3, 4. Können wir zonen? 1, 2, 3, 4. Kannst du mal was anderes würfeln als 5? So, gucken wir mal. Gehen wir mal von oben nach unten durch, ja? So, sag mal, was ist die erste? Die kriegen eine plus 2 oder wie viel kriegen die drauf? Halbe Geschwindigkeit. 4 halbe, ja, dann kriegt er 14. 14 in dein rechtes Bein. Jetzt nehmen wir ein rechtes Bein. Nächster. Auch wieder 14 in dein Torso. Da kommt einer durch, ja, nächster. Linkes Bein 14. Ja, nächster. Und 13 in dein linkes Bein. Na, Moment, da muss ich jetzt einen runtergehen, das sind nur noch 5. So, das sind insgesamt 18 Punkte Schaden. Gut, wie viele Lebenspunkte hast du noch? Soll ich kurz ausrechnen, minus 18, 14. Gut, was mache ich mit denen? Die greifen auch an. 1, 2. Mache ich erstmal nur 2, die anderen gehen auf ihm. Kriegst du nochmal 2. Puss mein Pferd, zeichne das mal an. Achso, ja, dann greifen das die dein Pferd an. Das hat Reiter drauf. Das ist okay, dann greift die beiden, die ich eben für dich haben wollte, die greifen dein Pferd an. Mhm. Reitertreue, das heißt, es bleibt neben dir stehen. 2 Sturmangriffe auf dein Pferd, beide durch. Kurz, ich muss mir Zettel herbeiholen, den habe ich gerade weggemacht. Ist gut. So, ja. Das waren die Mordbrenner. Abelmir. Ich habe auch nur 4 Aktionen, 2 Aktionen in dieser Kampfrunde, bin ich jetzt dran. Mhm. Dann kannst du schon mal würfeln, aber ich glaube, du darfst deinen Zauber sowieso nicht erbrechen. Oder merkst du, wenn du nicht getroffen hast? Würfeln kannst du schon mal, dann kannst du schon mal zusammenrechnen. Wir haben noch 3 Proben. Ich nehme an, dass die beiden hier tragen Lanzen, richtig? Lanzen. Okay, selbst in meiner Kriegskunst ist mir klar, gegen Lanzenreiter im Sturmangriff reinzugehen, ist ziemlich bescheuert, richtig? Weil die mit massiven Vorteilen in der Reichweite mich bekämpfen. Wie ist das denn eigentlich? Ich dachte, jedes Mal, wenn man jemanden mit Lanze getroffen hat, muss man die Lanze nach wegschmeißen, oder wie war das? Bei Turnierlanzen, die brechen. Ja. Ist egal, du musst die Lanze loslassen, sonst riskierst du aus dem Sattel. Dann haben die keine Lanze. Dann haben die keine Lanze mehr, gut. Also dann haben die wahrscheinlich ihre Nahkampfwaffen jetzt gezogen oder wollen sie gleich ziehen, wahrscheinlich im Nahkampf. Ja, wollen sie ziehen, das ist ja was anderes, als haben sie gezogen. Dann werden sie die gleich ziehen, noch waren sie nicht doch, dran. Doch, sie waren dran. Doch, sie sind dran gewesen, weil sie sich bewegt haben. Sie sind von Jalan weg. Aber wenn du dran bist und du sagst, dass du stürmst auf die zu, dann ziehen die Leute vor. Er hat aber schon seine Aktion vorgezogen, weil er gelaufen ist. Er ist in dieser Runde schon gelaufen. Ach so. Ja. Er kann gerne normal vorziehen, aber wenn er schon vorgezogen hat, dann kann er nicht nochmal vorziehen. Ja, ich habe jetzt die volle Bewegungsreichweite, habe ich jetzt noch nicht ausgenutzt, aber das ist okay. Das ist irgendein Gummel-NPC. Ich wollte gerade sagen, also wenn du willst, dann kannst du ihn jetzt mit gezogener Waffe, kannst ihn auch anstürmen. Vielleicht kriegt kann ich überhaupt meinen Zweihänder auf dem Pferd benutzen, Frage. Oder ist das gar nicht möglich? Ja, da kriegst du aber Abzüge für. Oh scheiße, wo stehen die denn? Die stehen im Kapitel, in dem das einhändige Führen von zweihändigen Waffen beschrieben wird. Fragen mich nicht, wo das ist. Ja.
Du kannst gerne einfach mal eine Reitenprobe machen und einen Angriff versuchen und dann schauen wir uns mal an, ob das... Genau. Ob das überhaupt relevant sein könnte. Genau. Wenn du nur 20 würfelst, müssen wir nicht nachrechnen und... Ja, Rafim versucht einfach mal jetzt mit einem schweren Schlag den Tatzewurmreiter zu treffen. Also erstmal bist du noch gar nicht in der Nähe, du musst erstmal noch irgendwo hinreiten, damit du ihn treffen kannst. Ja, ich reite so dahin, dass Verena von Mersing, also der Tatzewurmreiter soll zwischen mir und Verena von Mersing stehen. Das ist mein Ziel. Das ist jetzt aktuell, ist das zumindest der Fall? 10 Punkte sollte kein Problem sein. Ich kann mal eine Reitenprobe würfeln. Das sieht aber nicht gelungen aus, dann kannst du auf alle Fälle... Ja, normal Schaden machen. 16 Schaden und zwar in das linke Bein. Dann können wir da nochmal 6 Punkte abziehen, sind 10. Das ist auf alle Fälle eine... Das wird eine Wunde sein, ja. Oder? 10 könnte auch bei einem Tasselwurmreiter, Elite-Reiter keine Wunde sein. Ich muss gerade mal gucken, ich habe hier für die Erhaltengardisten habe ich keine Konzil angegeben. Aber mit Eisern, doch, das sollte... Also mit 15 plus Eisern hat er keine Wunde bekommen. Ich wollte gerade sagen, das ist keine Wunde, passt. Dann kannst du ihm das Bein aufschneiden, Blut spritzt und fließt und ja, du bist neben ihm. Oder willst du stehen bleiben, kannst du auch. Wie ist das denn jetzt? Könnte ich noch weiter reiten? Ich habe vom Reiterkampf echt brutal keine Ahnung. Normalerweise, wenn du im Landsgang bist, dann reitest du aneinander vorbei und ihr schneidet euch gegenseitig auf. Was ist ja kein Landsgang. Ist kein Landsgang, genau. Wie funktioniert das mit, wenn wir jetzt uns mit Waffen wirklich schlagen wollen? Also, vielleicht kannst du dich jetzt entscheiden, ob du... Genau, jetzt er hat die Reitenprobe nicht geschafft, dann kannst du dir jetzt aussuchen, ob du ihn binden willst oder nicht. Ja, dann gehe ich natürlich weiter. Warte mal, hier stand ich von Anfang an, oder? Nur damit du bist hier im Kreis. Also hier. Ja, dann sagen wir mal so. Bin ich hier an ihm vorbeigeritten, dann würde ich nämlich irgendwie... Ja, keine Ahnung, so scharfe Kurven schafft man ja nicht. Ja. Irgendwie so, dass ich dann immer wieder hinterher reiten könnte. Gut, Verena hat auch schon so ein bisschen geritten. Lassen wir einfach mal außen vor. Iserun. Genau, ich habe jetzt mal geschaut. Es gibt eine zusätzliche Aktion, wenn ich die Reichweite erhöhen möchte. Musst du? Das heißt, ich wäre eigentlich bei 5 Aktionen, wenn ich jetzt noch die Zauberdauer halbieren möchte. Muss ich mir insgesamt eine Erschwernis von plus 10 anrechnen. Die Erschwernis von der Variante, die ich sprechen möchte, enger Strahl, wird von meiner Spezialisierung und dem Gewand, das ich gerade trage, aufgefangen. Ja, das hat dann wohl geklappt. Auf... Ich hatte ja gesagt, dass ich auf den Tatzelwurmreiter das sprechen möchte. Genau. Genau, und dann reißt Iserun ihre rechte Hand zu ihrer Schulter, stößt sie nach vorne, beide Zeigefinger und Mittelfinger nach vorne gerichtet und schreit Concremes. Und eine Flammenlanze schießt nach vorne. Die habe ich jetzt mit 4W6 gesprochen. Enger Strahl heißt Wunschwelle minus 2 oder was ist das? Ja. Genau, also Konstitution durch 2 und dann minus 2 sogar noch. Und Trefferzone ist wirklich zufällig, haben wir ermittelt. Genau, die müssen wir halt später raus. Gib mir mal die Würfel. Ja, da muss ich jetzt viermal mit der rechten klicken, oder? Genau, wenn du kannst nur die sechsten Hand hast, mit rechter Maus. Mit der linken nimmst du sie auf und dann rechtsklick kannst du dann Würfel dazufügen. Oh, das war jetzt einer zu viel. Wir schmeißen einfach wieder raus. Ganz. Ja, okay, machen wir so. Dann nehmen wir den letzten weg, die 6. 20 minus 6 sind 14. Das wird mit einer Wunschwelle minus 2 wird das eine Wunde sein. Da geht der Rüstungsschuss von ab. 20. Von den 14. Stimmt. So, und jetzt müssen wir halt noch gucken, wo das genau trifft. Dafür würfel ich jetzt eine 20. Die Rüstungsschutz von 6 kommt auch nochmal ab. Dann hast du aus der 14 minus 6 sind eine 8. Das ist ein Bein. Ja, Bein wird angesenkt auf der Seite, die dir zugewandt ist. Und fängt an, ein bisschen zu schwelen. Ja, reitet aber unbeeindruckt weiter auf seinem Tatzelwurm. Zieht jetzt genauso wie Rafim so eine kleine Bahn und wird dann über die nächste Hügelseite, über die Flanke dann einfallen. Ömer. Schießen oder wegrennen? Ja, gute Frage. Eine Aktion zielen auf der Arena noch und
noch eine Aktion zielen. Gut. Nächste Kampfrunde. Ich weise darauf hin, dass ich diese Runde noch nicht dran war. Ich auch noch nicht. Mit der 10. Du hast mich vor lauter Mordbrennern übergangen. Richtig, weil du mit der 10 ganz hinten warst. Ja, die Situation ist potenziell tödlich. Ich bin gerade über meinen Schicksalspunkt am Überlegen. Mhm. Ja, dann schafft es doch mit seinen Befreiungsschlägen gegen 7 Mordbrenner, das ist doch nix. Das würde ich auch sagen. Problem ist, dafür muss ich auf die Beine kommen. Und das schaffe ich nicht, bevor die mich umklatschen. Das wusstest du vorher. So, du hast 3 Sekunden. Wenn ich dir meinen Chip gebe, kann ich dann auf mein Pferd kommen in dieser Runde? Wenn du deinen Chip verbrennst, kannst du auf dein Pferd und schwer verletzt hier raus. Wenn du ihn verbrennst. Wenn du ihn halt nicht verbrennst, dann wirst du halt sterben, ne? Ich glaube, bei 7 Mordbrennern müssen wir da nicht diskutieren. Ich würde die Chance nehmen, aber nein, ich verbrenne den Chip. Dann. Ich glaube, Jalan nimmt die Schläge auf die Rüstung, drückt sich irgendwie auf und gibt dann dem Pferd das Kommando zum Kreiseln, dass es die Leute ein bisschen von ihm wegdrängt. Ja, du merkst, wie Schläge von Streitkolben, von Streitäxten auf dich einprasseln. Du merkst, wie deine Rüstung unglaublich fies nach innen gebogen wird und auch an einigen Stellen reißt. Ein paar Ketten, die gesprengt werden. Und du siehst auch, wie dein treues Pferd immer noch neben dir steht und versucht so ein bisschen mit den Beinen auszukeilen. Kannst dich dann aber raufziehen, über den Sattel drüberlegen, sodass du dann auch einfach rüberhängst. Dass du sitzt nicht wirklich, brüllst noch einen Befehl und dein Pferd reitet los. Weitere Schläge, die auf dich einprasseln und von den Hügeln weg. Was ist mit den anderen? Kampfrunde abbrechen oder weiterkämpfen? Ich bin noch dran. Abelmir. Achso, warte, Entschuldigung, stopp. Nächste Kampfrunde, jetzt darfst du vorziehen. Aber nur vor die Mordbrenner. Ich hatte vorhin schon, ich habe gesagt, in dieser letzten Kampfrunde, zweiten Aktion. Gut. Da löst sich der Zauber eigentlich aus. Gut, dann erzähl mir, was du mit deinem Ignisfero vorhast. Also ich öffne beide Hände zu einer Schale vor meiner Brust und rufe laut: Ignisphäre, Feuerball, Gleißen, Brand und Donnerhall. Aus meiner Halbschale, durch meine Hände geformt, bildet sich eine kleine Feuerkugel, die sich mit rasender Geschwindigkeit in Richtung dieser Wand nähert, aus Mordbrennern. Mhm. Und ich hatte eine GS von 15, also würde sie 1,5 Aktionen brauchen, so etwa. Ja, sie kommt schon an. Also da kannst du von ausgehen. Du kriegst auf alle Fälle Schaden, deine Hände verbrennen. Wie viel ist das? Ja, das ist genau NW6 LE plus 1 Punkt Erschöpfung, aber. Dann gib mir, ja, die Erschöpfung ist egal, gib mir 1W6. Mhm. Und dann, das ist die 4, die ist angekommen. Oh. Und ich möchte dann den Schaden vom Feuerball haben. Ja, das war jetzt ein W6 League über der Grade, aber. Das Zentrum wird dann der erste kaputte Mordbrenner sein, ne? Ja, 5W6 plus halbe Sternchen. Genau, 5W6 plus 3. Ich hatte von 6 Sternchen. Und je Meter kriegst du ein W6. Der niedrigste Würfel immer entfernt. Das heißt, bei dem, der nicht daneben kriegt, 16. Dann sozusagen, anstatt 20 kriegt der dann sozusagen 19. Genau, danach die 2 weg. Gut. Ja, das heißt, du tauchst das Schlachtfeld, die Hügel in einen gleißenden Feuerball. Immer wird kurz geblendet. Hat sich viel zu viel konzentriert, deine Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt und dann dieser gleißend helle Feuerball, der jetzt explodiert. Mordbrenner fangen an, in ihre Rüstung gehüllt, lebendig gekocht zu werden. Metall, was sich erwärmt, was sich in das Fleisch einbrennt und wankende Söldner, die hier herumlaufen, schreien. Ja. Und dann würde ich probieren, weiß nicht, ob ich auskomme. Ist nächste Runde, ist okay. Ich bin nicht dran. Du bist gerade drangenommen worden. Nächste Kampfrunde. Ja. Du hast vorgezogen, kannst jetzt noch gerne weiteres machen. Also dein Feuerball ist jetzt gerade angekommen. Mhm. Kannst jetzt noch. Dann würde ich in Richtung Jalan reiten. Mhm. Ist auch 22 Schritt, glaube ich, oder? Pferd hat 15, glaube ich. Ist er da. Dann ist Abel mir durch. Mordbrenner sind dran. Die taumeln gerade so ein bisschen. Die beiden sind nicht getroffen. Wenig getroffen. Das zumindest. Ja, wird ein bisschen brennen. Rennen aber unbeeindruckt auf euch zu. Und wollen Abel mir angreifen, weil Jalan ist schon durch sein Schicksal. Können sie nicht, haben nicht genug Bewegung.
Stürmen. Ja, 12. Ja. Sie Sturmangriffe machen. Sturmangriffe können sie machen. Sturmangriff. Das schaffe ich genau. Dann kommt da ein Sturmangriff. Der Tatzelwurmreiter, der möchte dann auch gleich irgendwas tun. Was ist mit den anderen? Die ziehen vor. 12. Arena läuft gleich noch ein bisschen weg. Da gucken wir uns gleich an. Die rennen so ein bisschen hier hin. Und die rennen so ein bisschen hier hin. Gut. Dann kriegt Abelmir zwei Sturmangriffe. 1, 2. Kann ich die parieren? Du kannst ausweichen. Hast du irgendwie einen Stab in der Hand? Oder? Nein, mein Stab ist um meine Hüfte gewickelt. Säbel? Säbel, ja. Weiter dürfte nicht geschafft sein. Ja, dann ist egal, oder? Stimmt. Nicht mit 10 Punkten erschwert. Nee, das ist richtig. Abelmir liegt ja noch nicht am Boden. Oder so, die 4 würde theoretisch treffen. Die 4 wird auf alle Fälle treffen, ja. Dann würde ich einfach probieren, mit dem Säbel zu parieren. Dann probier's. Die 4 ist um 13 Punkte erschwert. Ja, das reicht. Der Typ ist verwundet. Kriegt er da Erschwernis von? Oh. Das war nicht. Es sind nur plus 2 sind 11. Wohin? 11 TP in dein linkes Bein. Nicht wundern, ich benutze gerade den Charakterbogen von Isarun und deswegen steht da Isarun. Gut, dann habe ich die durch. Die bewegen sich wohl irgendwie. Tatzelwurmreiter ist noch nicht dran, zieht noch nicht vor. Abelmir ist durch. Rafim. Okay, tut immer was. Obwohl, ich kann nicht einschätzen. Du kannst immer nicht einschätzen. Ja, richtig. Drei, ja, gut. Ich laufe weiter weg. Also, ich mache auf jeden Fall erstmal Meter gut, dass gut. Ich. Die Entfernung habe, dass die mich nicht chargen können auf ihren Tatzelwürmern. Das ist der Punkt. Rafim tritt den Rückzug an. Varina von Mersing, die hat natürlich schon, die hat schon böse Aua, aber sie wird den Sturmangriff ansagen. Sie ist Varina von Mersing. Du wartest natürlich, dass sie jetzt richtig schön in dein Gesicht reitet, ne? Aber ja. Außerdem mit Geschwindigkeit 5. Hopp oder top. Mit Geschwindigkeit 5 schaffe ich das aber nicht. Richtig. Bei Reisen 15. Du kleiner Mistkerl. Ich dich auch. Nee, ich meine nicht dich, ich meine Ömer. Ömer ist ein Mistkerl. Damit ist sie unter 10 Meter. Ja, du mich auch. Und ich schieße. Darauf hat er gewartet. Scheiße. Oh, habe ich ein Glück. Ich dachte jetzt gerade so eine Hop-or-Die-Aktion, dass sie mich anstürmt und ich gleichzeitig schieße und alles Hop oder Top ist, aber jetzt hat sie nicht ganz die Strecke geschafft. Ja, wenn du sie jetzt nicht vom Tatzelwurm schießt, dann ist das Hop oder Top. So, mittelgroß natürlich, plus 2. So, würfel jetzt. Entfernung. Würfel. Entfernung, sehr nah, minus 2, jetzt sind wir bei 0. Bewegung des Ziels, schnelle Bewegung des Ziels würde ich hier zuordnen, plus 2. Ausweichbewegung wird sie wohl nicht machen, wenn sie nicht jetzt gerade irgendwie links, rechts auf dem Pferd ist, dann wird sie wohl nicht die ganze Entfernung schaffen. Also haben wir plus 2 Erschwernis. Sichtverhältnisse, plus 6 sind wir bei, plus 8. Entfernungssinn sind wir, minus 2 sind wir wieder bei 6. Und da 3 Aktionen gezielt, sind wir bei plus 3 Erschwernis nur. Ja, plus 3 Erschwernis, ich habe keine Glückswürfe mehr. Kein Sagen wir noch plus. Kein Schippel, kein Glück. Sagen wir noch plus 8 an, dann sind 20, wir bei 11 Punkten Erschwernis, die ich eintragen muss. 20. Komm immer, schieß sie vom Pferd. 20. Jetzt kommt die 1 in den Kopf. 5 ist es war schon ein Treffer. Schaden. Ich habe 8 angesagt, 3 von der Entfernung macht 11 Bonusschaden. Sehr gut. Oh. 18. In den Tor. So knapp! Boah, das ist aber auch böse, ne? Lebenspunkte ja, reichen. Tausend Wunden geben Zusatzschaden. Ja, das ist richtig. Also, du hast, wir machen 18 minus die Rüstung von 6, beziehungsweise am Torso wird sie sogar vielleicht 7 haben. Dann haben wir 11. Das ist eine Wunde. Das ist eine Wunde. Wundschwelle muss ich, glaube ich. 6. Achso, der Zusatzschaden. Ja, der Blutungsschaden. Ich weiß. Das tat richtig weh. Gut. Aber sie ist nicht. Eine Aktion habe ich doch. Weg hier. Yalla, yalla. Yalla, yalla. Gut. Ömer hat vorgezogen. Isarun dürfte noch
Wie weit kommt man in eine Aktion mit den Pferden? 8 oder sowas? Wie weit kommen die? 80 Meter? Also eine Aktion drehen und dann kannst du... Ich stehe sowieso schon nicht mit dem Gesicht hier hin, muss ich ja gar nicht, sondern ich stehe sowieso schon mit dem Gesicht so, dass ich so vernünftig schießen kann, seitlich von dem Pferd und nicht durch den Kopf vom Pferd. Ja, muss ich ja als Schütze. Ja, du hast irgendwo recht. Man schießt nicht über den Kopf des Pferdes. Ja, dann musst du nicht drehen, dann los. Genau, also ich sag, so kann ich gerade rein. Ja, und dann, was haben wir gesagt? 36? In einer Aktion 36 in zwei Aktionen. Ach, in einer Aktion. Also, denkst du eigentlich eine Aktion übrig? Denkst du eigentlich dran, dass du Erschwernisse kriegst, wenn du kein berittener Schütze bist? Ja. Ja, dürfte aber egal sein bei dem Wurf. Ja, bei dem Wurf, nur um das mal in den Raum zu werfen. Was hatten wir? 12 hatten wir als Geschwindigkeit, also 12 Meter. Ich wollte gerade sagen, bei den Punkten übrig wird das wohl geklappt haben. Da müssen wir gleich dran denken, falls das nochmal wichtig wird. Mhm. Aber hier, also Isarun darf noch. Genau, ich würde dann die Aktion nutzen, um meinen Magierstab in mein Flammenschwert zu verwandeln. Und dann in meiner zweiten Aktion loszureiten. Auf Arena von Mersing. Ich erwähne einfach mal, dass ich diese Runde noch nicht dran war. Du hast deinen Schicksalspunkt verbrannt. Das war letzte Runde. Ja, du liegst halbtot auf deinem Gaul, der dich jetzt wegreitet. Also du kannst auch weiterkämpfen, aber dann... Nicht wegreiten, das ist gerade... Ja, du bist sowieso schon aus der Szene ausgetragen. Schicksalspunkt verbrannt, du überlebst diese Szene. Du greifst jetzt einfach weiter, die anderen ignorieren dich zufällig. Wir müssen jetzt um unser Überleben kämpfen. Deswegen habe ich ja auch Abelmian angegriffen und nicht dich. Ja, dein Flammenschwert brennt. Und jetzt? Jetzt reite ich los und zwar Abelmian und Jalan zur Hilfe. 12 Meter. Nächste Kampfrunde. Mordbrenner sind dran. Mordbrenner. Überzieht vor. Kann ich vorziehen? Ja, vor die Mordbrenner schon. Vor alle. Also, Ömer ist der Erste. Ja, weg hier. Und zwar im Schweinsgalopp. Gut, Ömer ist raus. Isarun darf. Isarun, du siehst, wie Mordbrenner auf dich zustürmen. Und zwar alle, die noch irgendwie kampffähig sind. Cool. 3? Du musst ja gar nicht vorziehen, Entschuldigung. Willst du vorziehen? Also es ist schon eine neue Kampfrunde. Genau, wir haben jetzt die neue Kampfrunde. Cool. Du siehst mit deiner hohen Initiative, dass die auf dich zurennen wollen. Du dürftest vorziehen. Ja, dann mache ich das und schreie den Abelmir und Jalan zu Rückzug. Und dann drehe ich ab, so in Richtung Norden, dass ich in so einem Bogen so davon reiten kann. Alles klar, gut. Abelmir dürfte auch vorziehen. Willst du vorziehen? Ich würde abhauen, ja. Gut, dann kriegst du noch einen Passierschlag und zwar 2 Stück. Ich werde um 12. Um 12? Naja, 8 für. Geschafft. 8 für Aufmerksamkeit und Kampfreflexe und 6 für Dunkelheit. Und die Dunkelheit, genau. Trotzdem geschafft. Das sind einmal 8 und einmal 11. Kann ich ihn parieren? Das sind. Du willst fliehen. Du kannst das nicht parieren. Dann bin ich tot. Die stehen. Dann bist du tot? Ich habe 5 LP noch. Ja, aber wir kommen beim Schicksalsverbrennen. Ja, willst du deinen Schicksalspunkt verbrennen oder? Ja, gut. Denk dran, dass die nochmal um 3 erschwert sind, weil er auf einem Pferd sitzt. Macht das was? Weil guck dir die Würfel an. Also wir haben seine 15 Erschwernis. Das ist der erste schon mal nicht getroffen. Die sind um 8 erschwert wegen Aufmerksamkeit und Kampfreflex. Also der Irrhalkengardist trifft mit seinem reißenden Schwert auf die 19. Ja, dann hat der erste nicht getroffen. Echt? Pass auf, also wir haben 4 Punkte von Aufmerksamkeit, 4 von Kampfreflexen. 6 vom Licht, sind wir bei 12, plus 3, weil Abelmir auf dem Pferd sitzt gegen Fußkämpfer, sind wir bei 15. Hat Abelmir denn Aufmerksamkeit? Ja. Gut. Dann hast du den ersten rausgenommen, sind nur noch 11. Bin ich trotzdem tot. Gut, sorry, ich hab getan, was ich tun. Keine Rüstung. Keine Rüstung. Ja, möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen oder möchtest du hier bleiben? Ja, gut. Nee. Dann ist Abelmir raus, Jalen ist raus und Rafim wird angegriffen von Varena, denn die beiden ziehen vor. Ja, schafft sie aber nicht. Okay, damit haben wir diese Szene aufgeklärt. Ihr habt die Information teuer erkauft. Im Norden in den Bergen warten Tatzelwurmreiter, die werden hier bleiben. Die haben jetzt hier erstmal noch nicht das Ziel, dass sie euch umringen. Sie stehen hier und warten. Das ist die Information, die ihr aufklären durftet. Hat hier nur 2 Schicksalspunkte gekostet, also war günstig bekommen. Das war eine optionale Szene. Ihr habt euch zu dem Charles entschieden. Varena von Mersing ist schwer verletzt. Ihr dürft euch auf die Schulter klopfen.
Tatzelwurmreiter leben noch, also viele, viele Mordbrenner, die jetzt brennen, verwundet sind, verletzt sind. Varena von Mersing ist zumindest aus dem Spiel, denn sie ist jetzt mit ihren Lebenspunkten unter 5, wird sie sich auch erstmal ja, fern von den Nekromanten aus dem Zirkel von Wahrung halten. Ich bin unter 5, wie sie da rausgekommen. Ich hoffe, der Ömer hat auf den Pfeil gespuckt, dann kriegt sie jetzt die Pest. Ich natürlich nicht. Varena von Mersing, die will ich doch nicht ernsthaft vergiften. Nein. Die brauchen ja, und in der Wildermann. Während ihr schwer verletzt, Abelmir, du merkst, dass wohl deine Achillesferse zerschnitten ist und du kannst dein Bein nicht mehr spüren. Es blutet, du hängst da nur noch rüber. Auch Jalan hängt nur noch auf seinem Bauch über dem Pferd, kann sich da mit letzter Kraft halten. Und während ihr dann zurückreitet und eure Kräfte versucht zu sammeln, zurück nach Wehrheim, vielleicht den ein oder anderen Würseltrank trinkt, könnt ihr sehen, wie der erste gleißende Bannstrahl den Himmel zerteilt und auf dem Schlachtfeld, weit im Süden unter euch, auf dem Mythraelsfeld, die ersten paar Dämonen verbrennt. Und sich dann die Wolkendecke, die purpurne, lilane Wolkendecke wieder schließt und das Licht von Praios verdrängt.